Moin, moin und herzlich willkommen zu OM Rap Folge 1. OM Rap ist ein neues Format, ihr habt das noch nie gesehen. Und das ist entstanden aus Gesprächen, die wir hier zu viert, von den vier Personen, die ihr seht, in der Vergangenheit immer wieder regelmäßig geführt haben. Einmal Philipp, OMR-Gründer, ich bin Torben aus der OMR-Redaktion und dabei sind noch Falk Schacht, Hip-Hop-Journalist und ja, eins der bekanntesten Hip-Hop-Journalisten-Gesichter Deutschlands, würde ich sagen. Und genauso Nico Backspin, Herausgeber, Besitzer der Backspin sogar, richtig? Genau. Und ich würde sagen, mit Falk, so die beiden sind einfach die Hip-Hop-Journalismus-Gesichter Deutschlands, zumindest ganz oben mit dabei. Danke Beide für die waren Blumen. schon bei Philipp im Podcast zu Gast und da ging es dann auch um Musikmarketing, um die Backspin, um die Bedeutung für Rap auf Gesellschaft und auf Marketing. Und nach diesem Podcast haben wir immer wieder gesprochen. Vielleicht fangen wir damit an, Philipp, du als OMR-Gründer und der das ja auch so ein bisschen inszeniert hat, überhaupt Falk und Nico in den Podcast zu holen, warum für dich und für OMR Rap überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Ist ja jetzt vielleicht nicht für jeden sofort zwingend ein Marketing-Thema. Ja, korrekt. Also, sag mal, es ist natürlich ein bisschen bei OMR schon von Anfang an immer mit dabei gewesen. Ich glaube, beim allerersten Event ist Bo aufgetreten, beim zweiten schon Jan Delay und dann sind in den letzten 8, 9 Jahren bei OMR, also vor allem auf dem Festival natürlich, fast alle großen Hip-Hop-Acts des Landes aufgetreten, auch auf anderen Partys von uns aufgelegt, aufgetreten. Das heißt, sie begleitet uns das Thema, die Musik schon seit es uns eigentlich gibt, inhaltlich, vor allen Dingen als Künstler. Bei mir persönlich ist es dann auch so, dass ich selber seit ganz früher Jugend sehr viel Rap oder Hip-Hop gehört habe und mich dafür interessiere, für das Thema. Auch übrigens aus dieser ganzen Marketing-Sicht, weil ich das unternehmerisch spannend finde. Das sind ja meistens auch Unternehmer, so Rapper. Und gucken, wie die sich so unternehmerisch, wie so Startups quasi entwickeln, eine Geschichte schreiben, größer werden, kleiner werden, verschwinden. Aber vor allen Dingen auch sehr viel Storytelling. Geschichten am Ende liefern, die ich häufig spannend finde. Und das glaube ich, damit bin ich nicht allein, da bin ich wahrscheinlich in meiner Generation einer von ganz vielen, die das so sehen. Und dadurch, dass Rap auch in den letzten Jahren, ähnlich wie die Digitalfirmen, ähnlich wie eine Google und eine Facebook, so groß geworden ist und mittlerweile die ganze Gesellschaft umschließt, ist natürlich auch überall nicht nur das Unternehmerische drin, sondern auch das Marketing. Also du erreichst über Rap halt sehr, sehr viele Menschen. Es ist einfach vom Rande der Gesellschaft komplett in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Und das macht es natürlich dann auch für Marketing, für Marken spannend und man sieht halt, dass das immer eher zu neuen Konstellationen, zu neuen Kollaborationen führt und da kann man sehr viel lernen über das Marketing, nicht nur, weil die Rapper selber super coole Marketer häufig sind und Unternehmer sind, sondern halt auch, weil sie so stark jetzt die Gesamtgesellschaft erreichen und damit jetzt auch alle Arten von Sachen machen, eigene Produkte rausbringen und so und sich irgendwie häufig auch mal mit einem Konzern zusammentun, sieht man auch gerade in den USA. Und diese Gesamtgemengelage, die finde ich, macht es spannend. Und da sind wir einfach so ein bisschen, da freue ich mich total drüber, in diese Szene reingerutscht, über verschiedenste, auch persönliche Beziehungen. Und ja, nicht zuletzt zu Falk und Nico. Genau das, was du so sagst, das sind ja irgendwie so verschiedene Anknüpfungspunkte irgendwie, ne? Also einmal Rapper, die selber als Marketer auftreten, aber dann Marken, die sich so ein bisschen den Rap und die Kultur ja auch ein Stück weit dann zu eigen machen für Kampagnen. Falk hat mal letztens im Vorgespräch gesagt, es würde irgendwie so einen Dolmetscher brauchen, der für Marken und Unternehmen einfach erklärt, welche Sprache da gesprochen wird. Was meinst du damit genau? Also das Problem ist so ein bisschen, was ich sehe, ist, dass Firmen natürlich dieses Bedürfnis haben zu kommunizieren, aber sehr oft die Sprache nicht sprechen, die dafür notwendig ist. Es kommt dann so ein seltsames Mischmasch dabei heraus, das eher gewollt wirkt. Ich will es mal vergleichen mit dem älteren Herrn, der sich an die Bushaltestelle stellt, um irgendwie mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Die finden das aber seltsam. Und das ist das, was ich meine, weil diese Funktionalität, die ich hier gerade in dem Bild beschrieben habe, die ist bei Rap noch viel, viel extremer. Und wenn man also diese Sprache nicht spricht, die Codes, die Verhaltensweisen, wenn man auch gar nicht versteht, was die Grundlage ist, also die Motivation, die dahinter steckt bei Rap bei dieser Kultur, dann hat man ein wahnsinniges Problem, weil man nicht gezielt einen Blattschuss landen kann, einen Sure Shot, wie wir sagen.
wir wollen ja auch noch ein paar gute und vielleicht auch ein paar schlechte Beispiele entweder heute oder in den späteren Folgen dann einfach bequatschen und gucken, was da genau gemacht wurde. Nico, was glaubst du, warum kann entweder Marken was von der Rap-Kultur lernen oder vielleicht auch umgekehrt? Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mix, der da sich quasi entstehen lässt gerade, weil auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, Philipp, Rapper ja ganz gut im Marketing sind, ich aber oft das Gefühl habe, dass sie gar nicht wissen, wie gut sie eigentlich sind. Und auf der anderen Seite Filmen ganz oft, glaube ich, auf Rap gucken können, um zu sehen, mit was für einer vielleicht manchmal Ignoranz oder Konsequenz oder Kreativität man einfach an ein Thema herangehen kann, um es groß zu machen. Und so können dann beide Seiten voneinander lernen. Zum einen die Art und Weise der Denke, wie Rap, wie Hip-Hop-Kultur generell an Sachen herangeht, weil es immer vom Rand heraus sich versucht, einen Weg zu finden, um irgendwie in die Mitte zu kommen. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch an bestimmten Stellen mal Hilfe braucht oder vielleicht auch mal einen Tick zu weit geht oder dann vielleicht erst nachhinein versteht, warum es sich gerade sein Geschäft kaputt gemacht hat. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem ganz interessanten Punkt, weil, und das ist dann auch so vielleicht auch das Schöne, dass wir jetzt zusammenkommen, die Gespräche darüber, die führen Falk und ich ja auch schon seit, sagen wir mal, mindestens 10 Jahren mit Marken, mit Agenturen, wie man da gemeinsame Sachen machen kann. Und das Interesse ist erst in den letzten Jahren wirklich so entstanden, weil ich das Gefühl habe, vorher hat man es nicht verstanden, jetzt versteht man es vielleicht auch noch nicht ganz richtig, aber man ist zumindest gewillt, mehr zu verstehen. Ich würde sogar sagen, das hängt vornehmlich mit dem Erfolg von Rap zusammen, ja, und ja, ich persönlich habe den Eindruck, dass Marken, dass sie sehen das und sie merken, wir würden gerne was damit machen, aber es ist zum einen so eine Furcht, weil das ja nun mal ein Feld ist, was auch kritisch sein kann. Dazu muss man wissen, dass es grundsätzlich wirklich, Hip-Hop ist so divers, dass man auch immer Dinge findet, die unkritischer sind. Nur dazu muss man sich in diesem Feld auskennen. Das ist so eine Sache, warum man da eben tatsächlich auf Expertenwissen zurückgreifen muss. Und das Zweite ist, wenn man sich da reinbegibt und diese Sprache nicht spricht, dann kann man eben auch tatsächlich Mist bauen. Das, was ich gerade beschrieben habe vorhin. Und auch deswegen braucht man wieder jemanden, der einen da durchführt, so ein bisschen an die Hand nehmen. Das ist tatsächlich, geht nicht anders, weil sonst läuft man Gefahr. Es gibt so einen ganz geilen Begriff irgendwie in den USA, das heißt, glaube ich, so Real Recognizes Real. Ja. Und das Problem ist halt, dass irgendwie häufig bei den Firmen der Wunsch da ist, so real zu sein, aber das Problem ist halt auch, die echten Real-Leute erkennen halt schon, ist das jetzt wirklich real oder nicht? Und häufig, wenn man nicht wirklich real ist, dann muss man halt jemanden haben, der einem hilft, seine Firma oder seine Marke so zu positionieren, dass diese Realness entsteht, ne? Ja, ganz wichtig. Die erste Grundregel ist ja für jeden, wenn du in Kontakt mit Rap oder Hip-Hop kommst, komm nicht mit fingerwedelndem Zeichen und mach yo, yo, yo und versuch damit ein Gespräch zu eröffnen. Es geht definitiv in die Hose. Und was Nico gerade gesagt hat, ist tatsächlich ein Punkt. Zu oft wird Rap noch nicht wirklich ernst genommen, sondern man macht dann so seine flapsigen Jokes darüber, was ja auch erstmal okay ist. Aber wenn man jetzt einen Rap-Act hat und der sich verarscht fühlt, dann wird es problematisch, weil, hat folgenden Hintergrund, viele Rapper fühlen sich von der Gesellschaft generell nicht ernst genommen. Wenn ich jetzt in dasselbe Horn tute, habe ich automatisch ein Problem. Das heißt, die Marke hier, und das tut ihr, und deswegen hat es auch funktioniert, ihr habt Rap ernst genommen. Du hast erklärt, dass du damit groß geworden bist, und das ist tatsächlich der erste Schritt, warum es funktioniert hat. Es ist nicht peinlich. Nico, als du gerade gesagt hast, es war so ein Prozess in den letzten Jahren. Gab es irgendwie für dich gab es so Meilensteine, die irgendwie das ausgelöst haben? Also wahrscheinlich war die USA da deutlich schneller dran als in Deutschland. Irgendwie so bestimmte Ereignisse, die dafür gesorgt haben, dass sich Rap und Gesellschaft und dann auch Marken annähern? Oder war das ein schleichender Prozess eher? Ich glaube schon eher ein schleichender Prozess. Und es ist ganz oft auch, gerade in Deutschland in den letzten Jahren, die Extreme, die in Rap entstanden ist, gewesen ist, die dann die Gesellschaft hat aufgerüttelt hat und dann im zweiten Durchgang aber den Leute auf die Zahlen hat gucken lassen. Also ich kann mich so an Kleinigkeiten erinnern, wie dass
die 187 Straßenbande einen mega Aufschlag hat und immer größer wird und die Zahlen brechen auseinander und die Eltern sind immer verzweifelter, weil immer mehr Straße in ihre Wohnzimmer kommt. Und in dieser Sekunde irgendwo auf diesem Weg zu diesem Mega-Hype geht Nike hin und schmeißt den, das war so eine Zeit relativ krass, jeden Tag gefühlt 30 Schuhkartons ins Büro und die machen einen nach dem anderen auf. Und da ist ja offensichtlich auch irgendwie ein größerer Deal als einfach nur ein paar Schuhkartons gewesen. Springt also voll mit auf in einer gesellschaftlichen, sehr also fragwürdigen oder schwierigen Situation, wo Mutter und Vater zu Hause erstmal verstehen mussten, was das überhaupt ist, was sich der Sohn oder die Tochter da gerade anhört. Und in der gleichen Zeit springt die Marke drauf und reitet quasi mit Vollgas Richtung Sonnenuntergang. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass diese Barriere, die ich jahrelang gespürt habe, dass die gebrochen ist. Vorher war es immer so, Marke ist da, Marke ist präsent, Marke sucht jemanden, der im Zweifel auch halbwegs noch dankbar dafür sein muss, dass Marke jetzt mit ihm zusammenarbeiten möchte. Und man hat sich herabgelassen und spielt mit dem Rapper ein bisschen. Und in dem Moment hast du gemerkt, dass jemand anders den Ton angibt. Was man da so ein bisschen verstehen muss, ist, die Amerikaner sind uns natürlich immer so 10, 20 Jahre voraus. Und das, was mit Nike gerade Nico beschrieben hat, da kann man Anfänge zum Beispiel Anfang der 90er finden, als Tommy Hilfiger bemerkt hat, dass wenn sie diverse Rapper in Videos haben, die ihre Kleidung tragen, dass plötzlich ihre Umsätze hochgehen und dass sie plötzlich cool werden. Und das ist halt ein entscheidender Prozess, den die Staaten sehr früh erkannt haben, dass es so einen Übertrag gibt von es wird cool gemacht für eine bestimmte Klientel, wenn dieses Produkt gesehen wird in einem Rap-Umfeld. Und diese Mechanik eben, Nike hat es benutzt. Und Nico, erzähl doch nochmal bitte die Geschichte von Lacoste. Ach ja. Ja, genau. Das ist so ein bisschen im Kleinen, aber ich finde, wenn wir jetzt mit der 187 Straßenbahn anfangen, ist die zweite Geschichte bei denen, dass, und das geht ehrlicherweise los mit, ich glaube, dem ersten Videodreh von 187. Ich habe damals die Jungs begleitet, Bones, bei deinem allerersten Mixtape und sowas alles, und die waren wie verrückt schon damals nach Lacoste-Trainingsanzügen. Extra vorm Videodreh noch hin Lacoste-Trainingsanzüge kaufen. Dann hat sich das über die Jahre immer so weiterentwickelt, und je größer sie geworden sind, desto größer war auch das Interesse an immer freshen Lacoste-Trainingsanzügen, was wiederum auf der anderen Seite dazu geführt hat, dass Lacoste irgendwann festgestellt hat, hey, da laufen aber Jungs mit Sachen rum, die wir nicht wollen, die nicht in unsere Klientel passen, und haben sich dann offiziell dagegen gewehrt und haben dann auch irgendwann angesagt, ey, bitte unterlasst bitte das Tragen von unseren Trainingsanzügen. Zeitgleich ist aber die Größe dieser 187 Straßenbande in solche Höhen geschossen, dass der Lacoste-Store in Hamburg immer den gleichen Trainingsanzug wieder im Lager nachbestellen musste, wo dann mal nachgefragt wurde, warum denn eigentlich immer dieser Trainingsanzug? Und dann hatte man aus Hamburg erklärt, übrigens, ja, es liegt daran, weil wegen dieser komischen Bande da kommen jeden Tag hier 100 Kinder und wollen diesen Trainingsanzug haben und kaufen uns den Laden leer. Was, glaube ich, am Ende, und ab da wird die Geschichte für mich so ein bisschen auf, schon, glaube ich, zu einem gewissen Agreement oder man hat das wahrgenommen, okay, und jetzt ist alles so gut. Aber ich fand die Geschichte dahinter so lustig, so dieses, wir wollen nicht, dass ihr mit unseren Sachen spielt, und Hip-Hop sagt, zwei Mittelfinger und ja, dann machen wir es erst recht. Und am Ende gewinnt das. Das kann man auch noch größer spielen. Es gibt ja Kristallchampagner, und das ist jetzt zwar schon 10 Jahre her, aber es ist eine sehr interessante Geschichte, nämlich der Vorstandsvorsitzende von Kristall wurde gefragt, wie er das eigentlich findet, dass in Hunderten von Rap-Songs sein Champagner erwähnt wird. Und er hat darauf geantwortet, wissen Sie, man kann sich seine Kunden nicht aussuchen. Und das ist das, was ich vorhin mit der Ernsthaftigkeit meine. Und das hat natürlich wahnsinnige negative Spuren hinterlassen. Und Jay-Z und P. Diddy haben zusammen einen Kristallboykott aufgerufen, der tatsächlich sich auch in den Umsatzzahlen bemerkbar gemacht hat. Aber nicht nur das, sondern Jay-Z zum Beispiel ist tatsächlich losgegangen und hat eine völlig neue Champagner-Marke etabliert, an der er natürlich auch noch beteiligt ist. Und das sind so auch mit die Anfänge, wo Rapper anfangen, in Geschäftsbereiche disruptiv reinzugehen und ihre Marketing-Power für sich selber zu nutzen, statt sie einem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Also das sind Prozesse, die auch gerade stattfinden. Hier in Deutschland zum Beispiel die Pizza von Capital Bra ist auch so ein Beispiel. Ja, aber Philipp, ich möchte mal von dir was wissen, weil wenn ihr habt ja auch schon zu einer Zeit mit Rap und ehrlicherweise dann der gesellschaftlich nähere Rap, aber trotzdem auch schon mit Rap und Hip-Hop so früh gearbeitet. Gab es da Gegenwind?
Ja, also das zum ersten Mal war das so, also ich war ja vor anderthalb Jahren, war ich ja in New York da mit Bones. Ja. Und habe da eigentlich gedacht, oder es war am Ende auch so, ich mache da einen Scoop, ne? Die 187er Bones spricht ja nie mit externen Leuten eigentlich oder mit irgendwie Journalisten schon gar nicht, außer, glaube ich, Playboy hat er mal gemacht. Und Nico. Ja, genau. Und Nico, also, aber das ist ja schon fast nicht mehr extern, das ist also sehr, sehr eng dran, aber so jetzt mit Presse, die er nicht kennt oder deswegen dachte ich mir, wie geil, fahre ich mal mit ihm dann hin und er darf darüber berichten und ihn da 3-4 Tage begleiten bei seinen Reisen da durch New York mit Pascal zusammen und so. Und dann fand ich das super und fand das auch total, da lernt man total viel, wie der mit Instagram umgeht, wie der einfach lebt und man darf ja die Kulissen schauen, weil sich ja wirklich alle fragen, ist der wirklich so böse, ist der wirklich gefährlich, wie ist der, das durfte ich ihm aufschreiben. Und trotzdem gab es nachher Leute, die dann gesagt haben, boah, ey, wie kannst du so jemandem eine Plattform geben oder wenn du mit 187 zusammenarbeitest oder darüber berichtest, dann passt das nicht mehr. Also wir haben da keine Werbekunden drüber verloren, das nicht, aber es waren schon Stimmen zu hören. Und das ist ja bei uns immer noch ein bisschen gemäßigter, weil man uns, glaube ich, da auch viel zutraut und auch da ja nicht jetzt wir so im Fokus stehen wie jetzt eine große Medienmarke, aber ich war total überrascht, weil die Geschichte, die ich geschrieben hatte, hätte auch im Spiegel stehen können, bin ich der Meinung. Und das, also hätten die wahrscheinlich sogar gerne gehabt, aber es gab trotzdem wirklich Gegenwind. Also das war so, weil halt viele Leute sagen, und das stimmt ja auch, Teil dessen, wie er da singt, wie er sich teilweise bei Instagram präsentiert, das finde ich jetzt nicht unbedingt wünschenswert. Ja, so. Aber das Interessante daran ist, natürlich Bones und 187 und überhaupt Gangster-Rap sind ja sehr weit vorne in der Aufmerksamkeit. Was darüber ein bisschen verloren geht, ist ja, dass die Kultur viel, viel breiter ist. Du hast ja auch Materias, Caspers und so weiter. Also man kann mit Hip-Hop und der Kultur auch viel breiter noch arbeiten, als jetzt nur in diesem sehr natürlich moralisch anstrengenden Gangster-Rap. Ganz klare Sache. Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns ja bewusst was schon etwas Polarisierendes rausgepickt. Ich wollte ja jetzt ihn kennenlernen, natürlich, weil der auch Hamburger ist, weil es vor der Haustür liegt, weil wir uns dann auch über Ecken ja auch dann kannten. Aber klar, also man hätte das auch gemäßigter angehen können, nur wäre es wahrscheinlich nicht so spannend gewesen, journalistisch jetzt mit vielleicht Casper durch New York zu fahren, weil den kennt man eh schon ein bisschen besser. Also ich hätte es auch sehr gerne gemacht, ne? Also don't get me wrong. Aber Bones war nochmal so journalistisch reizvoller, sagen wir es mal so. Mit Casper hättest du dich halt Lenter gemisst. Ja, genau. Er hat auch einfach bei allen Inhalten, die wir so machen, Philipp und Nico Falk, wenn wir Artikel schreiben über Capitals, Pizza haben wir, glaube ich, nicht geschrieben, aber zum Beispiel über den Wodka von Bones und Raff. Also immer, wenn es solche Reichweitengeschichten sind, wo Rapper ihre Reichweite eben mit einer eigenen Geschichte vermarktet haben oder in irgendeinen Markt reingegangen sind und ihre eigene Geschichte gemacht haben, die bekommen einfach, erfahren enorme Aufmerksamkeit. Die Geschichte selber auch. Also die Rapper wissen, oder viele Rapper wissen, wie man das Spiel um Aufmerksamkeit spielt. Mal vielleicht mit Regelbrechen, mal mit ein bisschen viel Provokation. Und die Geschichten darüber sind auch noch die Geschichten, die am meisten Aufmerksamkeit haben. Übrigens mal ganz kurze Fachfrage an euch. Was ist denn aktuell eigentlich los bei 187? Ich habe das, ist jetzt wirklich Jesus im Knast? Stand jetzt ist das Verfahren in der Revision. Das heißt, er ist gar nicht im Gefängnis. Nee, es geht auf die nächsthöhere Instanz. Aber dieser Richter hat ja über die Forderung der Staatsanwaltschaft aufgrund des, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, nicht besonders cleveren Auftretens von Jesus mit seiner Missachtung der Gerichtshoheit quasi dafür gesorgt, dass er richtig was um die Ohren gekriegt hat. Aber das wird ja jetzt geht in Revision und ich denke mal, da wird auch nochmal auf Verhältnismäßigkeit geprüft. Nichtsdestotrotz ist die Liste, glaube ich, lang an Dingen, die er gemacht hat. Also, was heißt, das, er ist jetzt gar nicht ein, weil ich sehe immer nur auf den Instagram-Accounts, das sieht immer so aus, als wenn er jetzt im Gefängnis sei, weil die stehen da jetzt immer alle vor dem Gefängnis und auf irgendwelchen Insta-Fotos und denken mir, dann weißt du gerade mehr als ich. Also für den Fall selber weiß ich nicht, ob er jetzt tatsächlich trotzdem irgendwo drin sitzt oder so. Das weiß ich gerade nicht. Aber, und das ist ja das Entscheidende an der ganzen Geschichte, die Tragweite von dem, was die machen und wie sie es machen. Du hast ja Bones, der lange dann jetzt mal, oder hast ihn ja hautnah miterlebt. Nichts von dem ist ja zufällig. Und auch jeder Skandal ist im Zweifel ein bisschen inszeniert oder auch provoziert. Ohne jetzt zu viel hier nur über 187 reden zu wollen, aber so Kleinigkeiten wie in München
ein riesengroßes Konzert zu spielen, damals auf der Raff und Bones Tour, glaube ich, und quasi schon in Hamburg mit der Abfahrt der Polizei in München mit seinen Insta-Stories auch wieder auf die Nerven gehen zu wollen mit Eskapaden. Und dann ist ja klar, dass die dann vor Ort ihm Hops nehmen, um am nächsten Tag aus dem Knast wieder rauszukommen und anzukündigen, übrigens, nächstes Jahr spiele ich ja wieder ein Konzert. Das ist alles Inszenierung. Und ich glaube, das ist aber das, was du da sagst, schon ganz interessant. Denn ehrlicherweise, Skandale, und das ist ja jetzt wieder euer Marketingpunkt, gehören ja immer dazu. Voll. Storytelling pur. Ja, ne? Und ich glaube, je größer der Skandal ist und je größer die Aufregung, wenn das erste Mal nackte Frauen in der Werbung gewesen sind oder es passiert irgendwas anderes, was über gesellschaftliche Normen geht in der heutigen Zeit, dann wird drüber geredet. Und das ist ja das, was Rap organisch die ganze Zeit macht, indem es einen Scheiß auf Konventionen gibt. Man kann im Grunde sagen, Rap ist fast schon der Erfinder von viralem Marketing und der Beweis dafür, dass es keine Negativpromo gibt, weil dadurch, dass man keine Zugänge zu den normalen Plattformen hatte und kein Geld, blieb das Einzige, was übrig ist, sich zu überlegen, wie hijacke ich den Diskurs, der da draußen stattfindet. Also machst du einen Skandal, Provokation, bumm, hast du Spielfläche. Und deswegen sind Rapper so verdammt gut. Sie sind theoretisch trainiert worden, jahrzehntelang für dieses Internetzeitalter, weil sie es vorher schon bedienen konnten. Und mit den jetzigen Mitteln und Methoden, deswegen bricht das auch so überall krass durch, weil sie schon trainiert sind. Ja. Obwohl diese Aufmerksamkeit ja jetzt so groß ist wie noch nie, glaubt ihr ja immer noch oder seht ihr immer noch extrem so Aufklärungsbedarf irgendwie, ne? Also ihr hattet das, glaube ich, am Anfang gesagt, es wird immer noch belächelt und immer noch nicht von jedem verstanden, was ist da so, was könnte man da so machen? Also ich glaube, die Art und Weise, wie die Rapper selber auftreten, sehr verallgemeinert jetzt gesagt, aber wenn weiter provoziert wird, trägt das ja von deren Seite nicht zu einer Aufklärung oder zu einem wirklichen Ankommen in der Mitte der Gesellschaft und bei Marken bei, oder? Nein, du willst ja auch nicht, dass der Künstler nur, damit er markenkonform wird, jetzt anfängt, sich zu verändern. Ich erinnere da auch schon im simplen, ganz gesellschaftlichen, vollmittigen Formaten daran, als Philipp zusammen mit Finn Kliman und Jan sich über vergebene Marketing-Deals quasi unterhalten hat. Selbst da geht es ja darum, den Markenkern so ein kleines bisschen zu schützen. Und du kannst, egal wie nah du von der gesellschaftlichen Mitte bist oder wie weit weg, trotzdem ja nicht alles Mögliche machen. Also musst du immer so ein bisschen aufpassen, dass du dich selbst als Künstler voll authentisch hältst. Das wiederum führt aber natürlich dazu, dass Marken manche Sachen machen können und manche nicht. Und ich habe das Gefühl, da ist immer noch das Problem. Denn auf der einen Seite sieht man die Reichweiten. Man sieht, wenn wer auch immer, auch ein Apache oder ein Capital Bra irgendwas postet, wie viel Einschlag das hat und das sind die Traumzahlen für jede Marketingfirma. Auf der anderen Seite wird ihnen dann auch langsam bewusst, dass das eventuell auch Geld kostet. Da sind wir noch nicht, glaube ich, in dem Modus, dass Marken verstehen, dass eben Rapper nicht nur dankbar sind, dass sie mit der Marke zusammenarbeiten sollen, sondern dass sie mittlerweile wissen, was ihr Preis ist. Und wenn du von keine Ahnung davon hast, und das ist diese hauptsächliche Übersetzerarbeit, von der Falk auch immer redet, Straßenrap ist nicht gleich Straßenrap. Und wir können jetzt mal gemeinsam hier 10 Namen aufsetzen, die wir alle kennen, die alle groß sind. Und dann können wir die mal einzeln durchgehen. Machen wir jetzt nicht, weil das ist noch ein bisschen Betriebsgeheimnis. Aber dann können wir ziemlich genau klären, mit wem du wie, wo zusammenarbeiten kannst, wo es Probleme geben wird und wen du gesellschaftlich vertreten kannst und wen nicht. Und ich glaube, das ist die wichtige Arbeit, die im Moment halt noch nicht getan wird. Also ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich die Annahme, die Akzeptanz, weil man muss verstehen, dass jeder Rapper gestartet ist, um akzeptiert zu werden. Ja, es geht um gesellschaftliche Akzeptanz und genau deshalb ist man so allergisch, wenn man diese Yo, Yo, Yo und so dieses, das nervt einen, weil man das im Grunde sein ganzes Leben lang schon gehört hat. Und das zu durchbrechen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich nehme den Rapper jetzt so, wie er ist und ich arbeite mit dem, dann kann es passieren und dann funktioniert es, dass es einen Übertrag gibt von der Reichweite, was du gerade erwähnt hast, dass da Posts so reinknallen und so. Das kann dann funktionieren, aber dafür müssen beide denselben Weg gehen und auch zueinander stehen. Also was nicht funktioniert, ist die Hoffnung, begibt sich ein bisschen in die Nähe und es muss schon wirklich real sein, weil
Das ist der Punkt, einer der höchsten Ansprüche im Hip-Hop ist Authentizität. Deswegen funktionieren diese Figuren auch so unglaublich gut. Und das ist ja auch das, was eine Marke anstrebt. Dazu gehört aber eben auch, nicht zu wackeln und diese Authentizität zu akzeptieren. Also da sehe ich häufiger ein Problem, dass Marken sich, ja, also wenn es ums Bekennen geht, aber auch hier, wie gesagt, dafür braucht man ein bisschen einen Dolmetscher, kann man Dinge ausarbeiten, dass es dann beiden Seiten, dass es eben funktioniert. Das meinst du ja auch gerade, Nico. Dann lass uns doch mal über eine, ja, wahrscheinlich die größte derzeit aktive oder vielleicht auch eine der größten überhaupt Kampagnen zwischen einer Marke und einem Rapper sprechen. Travis Scott und McDonald's. So Travis Scott aktuell sowieso einer, wenn nicht der erfolgreichste Rapper in den USA, vielleicht weltweit. Hatte vorher schon einen enormen Aufschlag in dem Videospiel Fortnite und hat jetzt vor ein paar Wochen sein eigenes McDonald's-Menü bekommen. Für mich zwei besondere Punkte da. Er ist der erste Promi, wenn ich es richtig gelesen habe, nach Michael Jordan, der ein eigenes McDonald's-Menü bekommen hat. Das ist ja schon mal irgendwie, jetzt wissen wir, in welcher Liga wir uns da bewegen. Und es war einfach nur eine neue Arrangierung von bestehenden Produkten. Also es gab jetzt nicht den Travis Scott Burger. Wie habt ihr diese Kampagne beobachtet? Ist das was gut umgesetzt ist? Lass mich vorher mal von euch eine Meinung hören. Wie wirkt sowas auf euch aus Marketing-Sicht? Was denkt ihr? Ich denke mir, dass es für für McDonald's schon extrem hilfreich ist. Ich frage mich ja sofort, was haben die dafür bezahlt und wie ist so der Deal funktioniert oder so. Aber ich denke mir, das ist natürlich so, also ich bin da viel zu Marketing abgefuckt, sagen wir mal, dass ich sofort mich frage, okay, wer hat da jetzt wohl mehr davon? Weiß ich nicht, wie ist das zustande gekommen? Warum macht er das jetzt? Wie gesagt, über das Geld haben wir schon gesprochen. Aber ich sehe das total, die Passgenauigkeit sehe ich total. Und ich glaube, also für McDonald's ist es ein sehr guter Fit. Also das macht total Sinn. Ich weiß nicht, ob sie es unbedingt gebraucht hätten so. Also man fragt sich ja manchmal so, braucht diese Marke das jetzt? Oder weiß ich nicht, Stone Island und Drake zum Beispiel fand ich noch krasser, weil die Marke eigentlich am Boden war und Drake aus meiner Sicht so eine Marke fast alleine wieder hochgezogen hat oder zu sehr großen Teilen. McDonald's hätte das nicht unbedingt gebraucht, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass die Marke sehr vorausschauend denkt und sagt, okay, scheinbar wir planen unsere Zukunft und wir müssen auch unsere Brand-Kredibilität zukünftig absichern. Andererseits weiß ich auch nicht so genau, wie jetzt McDonald's in den USA gerade gesehen wird. In Deutschland, finde ich, wird McDonald's so neutral und so positiv gesehen, dass sie so eine größere Kooperation nicht unbedingt, also auf dem Niveau, was das wahrscheinlich Geld kostet, nicht unbedingt bräuchten. Aber in den USA ist es auch wieder vielleicht ein bisschen anders. Zwei Punkte. Habe ich gleich zwei Punkte. Kurz, das erste ist, in Deutschland wird McDonald's, glaube ich, gerade in der Zusammenarbeit mit Rap sehr kritisch gesehen. Denn als diese Kampagne mit diesen 10 Leuten, da war auch Crow dabei und so, die dann für McDonald's geworben haben, hat Crow richtig kassiert dafür. Also das war richtig, also ey, wie kannst du es wagen, dich dafür zu verkaufen und zu McDonald's für die zu arbeiten? Und auch da ist gut gezahlt worden. Jetzt haben wir dann aber, also meine Meinung zu dem Travis Scott McDonald's Ding ist so eine Nuance, die man vorher noch beachten sollte, finde ich. Wir reden von einem Produkt am Ende, da steht ein dicker, fetter Quarter Pounder. Das heißt, die 90er-Jahre-Uhr, Plauze von McDonald's und wir sind 2020 in einer Zeit, wo es eigentlich nur noch darum geht, möglichst kalorienarm und vegan und so zu sein. Und es war nicht der vegan Travis Scott TS oder so. Und das fand ich halt an dem Ding so faszinierend, weil das auf der anderen Seite ja diesen Effekt hatte, warum sie es, glaube ich, auch am Ende gemacht haben. Wenn Travis Scott sich irgendwo hinstellt und seinen Namen oder sein Gesicht hochhält, kommen Tausende und kreischen. So wie der Michael Jackson-Effekt. Und ich glaube, da bin ich aber voll bei dir, Philipp, dass das auf lange Sicht auf jeden Fall durch Travis Scott McDonald's wieder bei all diesen Leuten einen positiven Vibe gegeben hat. Mit einem Produkt, das überhaupt nicht zeitgemäß ist. Das fand ich so spannend daran. Was ich interessant finde, ist, dass ich glaube, dass es McDonald's am Ende mehr nützt als Travis Scott. Also anders gesagt, McDonald's nützt es ausschließlich etwas, wie ich finde. Die haben gar keinen Nachteil dadurch. Travis Scott hat sich wahrscheinlich vorher schon überlegt, ob es ihm was bringt oder nicht, außer jetzt Geld. Aber, und das ist wieder so ein Ding, um die amerikanische Kultur besser zu verstehen,
für die Kids im Ghetto ist McDonald's eigentlich Alltag, erschreckenderweise. Ja? Also das ist Normalität und es war für ihn wahrscheinlich auch nicht groß anders. Das heißt, da was zu essen ist schon mal generell eine Kindheitserinnerung und den Traum zu haben als Kind, da diese eigene Kampagne zu haben, das eigene Produkt und so weiter. Deswegen glaube ich, ist zum Beispiel auch der Spot so inszeniert, wie er inszeniert ist, denn man sieht ihn ja als so eine Art Spielfigur. Diese Spielfiguren sind in den Vereinigten Staaten extrem etabliert, in der Kinderkultur, G.I. Joe und so weiter. Also es ist komplett darauf abzielend, seinen Kindheitstraum zu erfüllen und die Kinder von heute haben denselben Traum und deswegen ist das eigentlich eine wirklich sehr gut gemachte Kampagne in meinen Augen, die übrigens auch fantastisch funktionieren wird. Übrigens für Travis Scott aus meiner Sicht noch ein riesen Benefit, den du gerade nicht erwähnt hast, auch abseits vom Geld, ist halt diese Aufmerksamkeit. Also ich meine, ein Menü bei McDonald's, das ist ja wirklich komplett in der Breite der Gesellschaft. Da fährt ja wirklich der CEO mal vorbei, als auch ne, die Leute aus dem Ghetto. Alle Gesellschaftsschichten gehen da halt hin. Und da positioniert zu sein, das ist ja, das kannst du ja mit Geld kaum kaufen. Also wenn man überlegt, was diese Mediafläche wert hat, dort bei McDonald's als Menü gefeatured zu werden, in dieser Art der Integration, das ist ja der Wahnsinn. Und das bekommt er ja quasi noch on top neben dem Geld. Und ich glaube, dass das ihm nochmal ganz neue Kreise aufschließt, neue Sachen möglich macht. Und das ist das, was ich auch zu Jan Delay gesagt habe. Ich glaube, ob das jetzt McDonald's wäre, aber aus seiner Sicht hätte ich ihm empfohlen, vor 3 Jahren zu sagen, geh zu The Voice, geh zu irgendwelchen Juryformaten, vielleicht nicht unbedingt DSDS oder so, den ganz harten, aber geh zu diesen positiven Juryformaten, geh dahin, weil da erreichst du neue Leute, da bleibst du relevant, da ist Aufmerksamkeit auf dir drauf, für die du nichts tun musst, das ist auch einfach geschenkt und heutzutage leidest du kaum aus den Gründen, die Falk gerade nannte, ne, im Falle McDonald's, aber bei The Voice ist es ja genauso, keiner sagt irgendwie, weiß nicht, Smudo finde ich scheiße, weil der war da bei The Voice, sagt keiner, wäre bei Jan auch nicht so gewesen und deswegen glaube ich, dass man da dass da Travis Scott zumindest wahnsinnig nochmal irgendwie Mediawert kassiert, ohne dass er viel tun muss. Das ist schon super gut für ihn. Einen weiteren Aspekt, den ich noch sehr spannend fand, das geht eventuell ein bisschen unter und vielleicht ist es auch eher hinter den Kulissen gespielt, aber sowohl bei dem Auftritt in Fortnite, der ja auch schon unfassbar war, was Travis Scott in Fortnite abgezogen hat, als riesige King Kong-artige Figur durch diese Welt zu laufen und ich glaube, es war der absolute Rekord an Spielern in dem Spiel, die ihm dabei zugeguckt haben. Und das Faszinierende war, er hatte seine Nike-Schuhe dabei an. Und diese Nike-Schuhe hat er auch im McDonald's-Spot als Action-Figure. Die sind da zu sehen und die werden auch einmal angeblitzt und inszeniert. Also ich glaube, dass es sogar so ist, dass man da eventuell hinter den Kulissen auch Marken-Koops noch gemacht hat. Solche Dinge sind natürlich auch hochspannend und funktionieren auch sehr gut im Rap. Und am Ende haben wir ja, glaube ich, bisher noch nicht das Preisschild an der ganzen Veranstaltung gesehen, weil Schrägstrich Gewinner McDonald's, wenn ich McDonald's dazu kriege, dass sie mir einen, also das wäre, Philipp, das wäre jetzt mal interessant, ob du mal schätzt, was das wäre. Aber auf jeden Fall, das ist ja nicht siebenstellig, sondern das ist ja eher achtstellig wahrscheinlich. Hundertprozentig. Also das Problem ist aus meiner Sicht, dass also ich kann es nicht schätzen, weil ich mich im US-Markt zu wenig auskenne, aber wahrscheinlich wird es ein Deal sein, wie man das jetzt häufig auf der Ebene von Künstlern ja auch sieht, dass die sich versuchen, auch an Umsätzen sogar beteiligen zu lassen. Also dass die mir sagen, okay, das wird wahrscheinlich McDonald's jetzt nicht gemacht haben, weil das sehr schwierig ist. Aber normalerweise, wenn du jetzt so siehst, wie so ein LeBron James und seine Deals macht, dann versucht er immer teilweise Umsatzanteil, also Umsatzshare zu bekommen oder sogar einen Share an der Firma. Das kriegt man jetzt bei McDonald's halt nicht, weil das machen die nicht, also ist die Firma zu wertvoll und zu kompliziert, ist ja börsennotiert und alles und außerdem ist der Umsatz wahrscheinlich sehr schwer zu bemessen, der dadurch entsteht, aber wahrscheinlich ist es, also ich würde tippen, ohne jetzt den US-Markt wirklich gut zu kennen, auf jeden Fall achtstellig und wie gesagt, das Niveau hat sich so verändert, dass halt Leute auf dem Niveau, LeBron James, Travis Scott, ist aus meiner Sicht ähnliches Niveau, dass die eigentlich hingehen bei Firmen und sagen, wir brauchen hier gar nicht über Geld reden, dass ihr mir bezahlt einmalig, sondern ich kriege Anteil an der Firma oder ich kriege einen Umsatzanteil, sonst machen wir gar nichts. Also das heißt, ja, das zeigt ja, wie krass die Dynamik jetzt auch hin zu diesen Creatern geswitcht ist, dass die einfach sagen können, ja, wir können das machen, aber ich kriege halt der Firma dafür. Also das ging ja mit Beat so los. Und das hat sich mittlerweile komplett reingefressen. Da gibt es große Artikel über LeBron James, den ich jetzt auch mal so ein bisschen, obwohl er ein Basketballer ist, ist ja auch so, fällt ja diese ganze ähnliche Szene rein.
Total abgefahren, wie der seine Deals strukturiert, die er da macht. Der macht nichts mehr gegen einfach nur ein bisschen Cash vorab. Das ganz Interessante ist ja, dass eigentlich 50 Cent, glaube ich, mit Vitamin Water damit angefangen hat, irgendwann in den frühen 2000ern, der das erste Mal, wo sie ihm Geld geben wollten, damit er einen Song macht und gesagt hat, nee, gib mir einfach Anteile. Und ich glaube, dadurch der Multimillionär geworden ist, der er dann war und am Ende nicht mehr durch die Musik und heute auch noch diese Relevanz hat. Und ich glaube, diese Macht, die du da beschreibst, die in den USA, vor allem Travis Scott jetzt in der Spitze gerade so oder auch ein Drake ausleben und ausüben, da sind wir auch in Deutschland auf jeden Fall noch ein paar Tage von entfernt, aber du merkst halt auch, dass Deutschrapper ganz oft, ich meine, Shisha-Tabak-Business in Europa ist, glaube ich, anhand von Deutschrappern, habe ich das Gefühl, mit ganzen Filmkomplexen, weil die halt irgendwann gesagt haben, okay, dann machen wir den Quatsch halt selber. Und so geht es von Schritt zu Schritt zu Schritt. Ja, ich finde, das ist eigentlich, ne, jetzt mal, ich hoffe, dass uns vielleicht ein paar Startup-Leute auch zuhören oder Gründer oder so. Das ist in Deutschland noch aus meiner Sicht ein Marketingpotenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist, wo man noch vergleichsweise für wenig Geld sehr viel Leistung, also Medienaufmerksamkeitsleistung bekommen kann. Ich hatte vor kurzem mit dem Lukas Teuchner gesprochen, der so im Management hinter vielen der ganz großen aktuellen Rapper ist von Apache und quer durch die Bank. Und der sagte, naja, wir wollen uns da jetzt mal anfangen, darum zu kümmern, dass wir da auch Partnerschaften mit jungen Firmen machen. Aber also nehmen wir mal so ein Beispiel, so eine Trading-App wie jetzt Scalable Capital oder Trade Republic, wo jetzt jeder Mann auf einmal wieder an der Börse mit rumzocken will. Er will auch mal Netflix, will auch mal Amazon-Aktien kaufen und so. Jeder hat irgendwie ein bisschen Kohle und will an der Börse mit zocken. Wenn ich jetzt Marketing-Chef wäre, zum Beispiel von so einer Trading-App, wo ich ja fast jeder, der irgendwie über 18 ist, hat Lust, irgendwie Geld zu verdienen und ein bisschen mitzuzocken und auf Firmen zu wetten quasi, die man kennt. Das heißt, die werden jetzt so breit, das ist eigentlich der naheliegende Schritt wäre zu sagen, okay, ich erschließe mir auch mal so einen Rapper. Das demnächst werden wir vielleicht sehen, dass Capital Bra oder irgendwelche kleineren Leute sagen, hey, ich trade jetzt hier, ich zocke an der Börse, ich lege mein Geld auch an, hier in Firmen und so. Und das mache ich mit der und der App. Das wird kommen und wenn nicht, dann wäre es aus meiner Sicht eine verpasste Chance für diese Firmen, weil die haben ja keine Streuverluste, jeder kann das de facto nutzen, der über 18 ist. Und ein Beispiel, aber da gibt es noch ganz viele andere, wo große, jetzt gerade sehr stark wachsende Startups, so die heißesten Dinger, die gerade von 0 auf 100 richtig durchstarten, wie jetzt zum Beispiel diese Trading-Apps, die müssten eigentlich jetzt genau das Zeitfenster nutzen, die haben das Geld, die haben die Möglichkeit und die wollen diese breite Aufmerksamkeit, das gäbe es da jetzt. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich sehe das aber tatsächlich auch für bereits etablierte Firmen. Also wie ich das bei Crystal beschrieben habe, die haben sozusagen das nicht verstanden, nicht gesehen und schwupp gibt es einen Konkurrenten mit Jay-Z, der einen neuen Champagner etabliert, der dann plötzlich im Markt Marktanteile wegnimmt. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Capital Bra Pizza kommen, das hätte ja auch zum Beispiel Dr. Oetker oder Wagner machen können. Man hätte ja einfach eine zweite Linie aufmachen können mit Capital Bra zusammen. Ja, eine Firma, die man zusammen gründet. Er packt seine ganze Reichweite, sein ganzes Marketing-Know-how und sein Image mit rein. Und die Originalmarke, also Oetker und Wagner, wird gar nicht beschädigt, weil es etwas Neues ist. Das ist, glaube ich, ein Feld, wo auch noch einiges passieren muss. Also wer das verpasst, hat einfach das Problem, dass Konkurrenz entsteht, weil das tun Rapper gerade, du hast den Shisha-Markt erwähnt, Nico, im Shisha-Markt ist genau das passiert, da sind die Rapper reingegangen und inzwischen ist es so, ich glaube, es gibt nur noch Rapper-Shisha-Marken gefühlt, alle etablierten Marken sind im Grunde verdrängt, weil sie gar keine Möglichkeit mehr hatten, anzukommen gegen die Rapper, die haben das einfach weggespült. Und, Im Zweifel gelten sind ja auch mittlerweile die meisten Shisha-Bars in Hand und im Besitz von Rappern oder Rap-Umfeld. Aber das ist halt so ein Punkt, ne? Weil Rapper gründen Sachen. Ich sehe zum Beispiel gerade, dass Cornflakes kommen jetzt. Jetzt kommen zwei Rap-Crews mit Cornflakes. Wir wollen noch viele Folgen machen. Und ich will es nur sagen. Also da sehe ich noch. Cornflakes, das neue große Ding. Cornflakes, ja, okay. Das ist doch mal ein Statement. Stopp den Falk. Stopp den Falk. Der darf nicht so viel erzählen jetzt. Man muss nur verstehen, dass Rapper und natürlich ihr Publikum ein sehr breites Interesse von Technologie, Autos, Nahrungsmittel, das sind alles Themen und alles Sektoren, in denen die unterwegs sind und voll authentisch wirken.
Und aber sie trotzdem, werden früher oder später es selber machen. Ja, und trotzdem gibt es immer noch, und das muss man ja an dieser Stelle in die andere Richtung auch mal sagen, ja, aber immer noch die gewisse Diskrepanz aus Marke, was ich am Anfang auch schon mal erwähnt habe, wo steht mein Markenkern, wofür möchte ich als Marke stehen? Und dann auf einmal kommt dieses große Monster-Rap-Hip-Hop auf mich zu und dann der erste Impuls ist, nee, hat nichts mit mir zu tun. Zweiter Impuls ist, okay, ich merke, krass, da kann ich gar nicht drum herum kommen. Und dann ist die große Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie verkaufe ich denn jetzt Q-Tips in der Hip-Hop-Szene? Also weiß ich nicht, aber versteht, was ich meine. Und das wird noch genauso mit spannend. Mit der Tribe Called Quest? Ja, ich weiß. aber das wird auch noch genauso spannend, da zu sehen, wie da Wege sich entwickeln werden mit Marken, die so weit davon fern sind. Und genau dann muss man aber übersetzen. Weil dann kommt nämlich wieder der Marketingleiter von der... mir fällt nichts ein, was so absurd weit weg ist gerade. Aber ihr wisst alle, was ich meine, welche Marken 800 Meilen weit davon entfernt. Heizdecken. Und der Marketingleiter von einer Heizdeckenfirma und auch der weiß, aber wir müssen irgendwas mit Hip-Hop machen. Und dann braucht es jemanden, der ihm erklärt, dass wir jetzt nicht versuchen sollten, Capital Bra dafür einzukaufen. Man merkt, glaube ich, auf jeden Fall, wir können richtig lange drüber quatschen. Ich wollte einmal das McDonald's-Ding noch kurz abschließen. Oh, sehr gut. Einer, der aufpasst hier, das gefällt mir. Vor ein paar Tagen hat McDonald's Zahlen veröffentlicht für den US-Markt und die Sales, also da geht es noch nicht irgendwie um Gewinn oder so, aber die Sales sind im Vergleich zum Vorjahr um ungefähr 5% gestiegen. Und diese Tendenz gibt es bei McDonald's da sonst eher nicht in der Vergangenheit. Und man schreibt den Effekt auch Travis Scott zu. Ja, genau, Philipp. Man muss ja auch mal sagen, du hast ja gesagt, Anteil und so, man kann nicht genau bemessen, wie viele Menüs verkauft wurden. Das weiß Travis ja auch, weil die Leute ja nicht seinetwegen jetzt nur das Menü kaufen, sondern sie kaufen durch ihn ja dann auch noch wieder den Big Mac, weil sie den trotzdem leckerer finden. Wundervoll. Ja, das ist krass. Das ist mir eben gerade bewusst geworden, aber das kannst du ja gar nicht messen. So, da musst du ja Umsatzbeteiligung machen, aber das geht ja gar nicht. Aber die 5% wird er sich bezahlen lassen. Ich denke auch. Über noch mehr gute Kampagnen, vielleicht auch schlechte Kampagnen, wollen wir ja noch in den nächsten Folgen sprechen. Vielleicht auch wieder mit dir, Philipp, wenn du Zeit findest. Ansonsten wollen wir ja auch mal versuchen, Leute aus der Industrie, aus der vielleicht von Marken, die schon Kampagnen umgesetzt haben, einzuladen, mit denen darüber zu quatschen, was es wirklich gebracht hat. Das ist ja so ein bisschen das Ziel dieses Formats. Meinst du, da setze ich mal jemanden hin, der mal was macht, von dem wir sagen, nee, das war nix? Eigentlich so eher nicht. Ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen. Kommt mit in die Runde hier und dann reden wir drüber. Genau so ist das. Entweder schreibt ihr uns bei OMR an, Nico oder Falk, wir verlinken hier alles unter dem Beitrag, alle Kontaktmöglichkeiten und freuen uns, wenn es euch gefallen hat und freuen uns auf die Aufzeichnung von Folge 2, hoffentlich ganz bald. Danke dir, Torben. Hier, danke, Corona-Faust. Ja, Leute. Es geht los. Ich freue mich sehr drauf auf die nächsten Folgen. Danke, Leute. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.